Herzlich willkommen zu unserem heutigen Sonderwebinar Automatisches Klassentrading in Kooperation mit Argus FX, dem einem Broker, der hier ebenfalls mit dran beteiligt ist. Ja, mein Name ist Stefan Friedrichowski. Zu diesem Sonderwebinar mit dem Thema Class Trading. Herzlich willkommen natürlich von mir heute am Mittwoch, dem 16. November, 18 Uhr. Und wie ich vorhin, nicht vorhin, sondern heute Morgen feststellen musste, habe ich zumindest heute theoretisch Feiertag. Jetzt muss ich mal kurz nachfragen. Einer schreibt mir gerade nur Ton, leider kein Bild. Mal schauen, ob das eigentlich sollte alles übertragen werden. Mal schauen, was andere. Nee, andere haben das Bild. Also im Zweifelsfall nochmal neu einwählen und dann sollte hoffentlich auch das Bild erscheinen. Also kommt die Meldung Bild und Ton, alles in Ordnung. Also technisch sind wir soweit schon mal auf der Reihe, dass das heute funktioniert. Aber schön, dass ihr so zahlreich hier dabei seid. Ja, worum geht es heute? Es geht um ein anderes Trading-Konzept. Dieses Trading-Konzept läuft bei mir unter dem Namen Klassentrading oder Class-Trading, je nachdem, Deutsch, Englisch, sei es drum. Und dieses Konzept will ich unter zwei Aspekten heute mal beleuchten. Nämlich einerseits unter dem Aspekt, wie es überhaupt funktioniert. Und das mache ich am Beispiel vom DAX auf dem Daily Chart, um euch wirklich dieses Konzept auch ein bisschen näher zu bringen. Das heißt auch gleichzeitig, dass in diesem ersten Teil es schon so ist, dass auch das, was ich da erzähle, könnt ihr unmittelbar diskretionär nutzen, um verschiedene Marktphasen voneinander zu trennen und diese dann wiederum in euer eigenes Trading auch mit zu übernehmen und zu übersetzen. Beispielsweise dann einfach diskretionär nutzen im Sinne einer Vorzugsrechnung. Also daran an dem DAX Daily möchte ich das ganze Konzept so ein bisschen erläutern und will aber auch zeigen, dass ich es da nicht habe stehen lassen, sondern habe das Konzept einfach weitergeführt auf kleinere Zeitebenen und auf den Forex-Handel. Da dann nachher auf 20 Währungspaare und will euch da auch mal ein bisschen zeigen, wie das dann funktioniert und wie dann auch reale Performance-Daten mit einer solchen Strategie bisher aussehen. Da geht es auch insbesondere um die Frage, diese Strategie hatte einen anderen Entstehungshintergrund und der Entstehungshintergrund oder der Adressat dieser Strategie ist eigentlich eine Vermögensverwaltung. Und da geht es halt um auch dann große Konten und so ist die Strategie auch aufgesetzt. Ich will aber auch zeigen, wie man die zumindest schon mal ein gutes Stück runterskalieren kann, aber das halt unter Beachtung aller Randbedingungen, insbesondere der minimalen Lotgröße, die wir nun mal beachten müssen und bei unseren Brokern. Und wie auch dieses Konzept des Downscalings, also wie mache ich eine Strategie klein, wie man da vorgeht, auch das will ich dann heute hier nochmal ein bisschen genauer zeigen. Ja, aber da wir heute einige neue dabei haben, vielleicht eine kurze Vorbemerkung generell oder eigentlich zwei Vorbemerkungen. Die eine, die steht hier auch nochmal auf der Folie. Bitte immer dran denken, dieses sogenannte Risk Warning Disclaimer. Was ihr schließlich und endlich selber tut, tut ihr natürlich immer auf eure eigenen Verantwortung, das ist klar. Will aber nochmal darauf hinweisen. Die andere Vorbemerkung, ganz kurz nur zu mir selbst, weil wir halt heute einige ganz neue dabei haben, die wahrscheinlich mich zum ersten Mal hier reden hören übers Traden. Ja, ich bin 50 Jahre alt mittlerweile, also das halbe Jahrhundert habe ich dieses Jahr voll gemacht. Ich komme hier aus Deutschland und wohne in der Nähe von Dresden. Es soll gar nicht verschwiegen werden, wo es genauer ist, also in Radebeul, einem Nachbarort. Ja, mein Background ist einfach der, natürlich der eines Physikers. Das heißt natürlich, der ist es bei mir. Das ist auch so meine Denkweise, die ist halt sehr durch Mathematik und Logik geprägt. Und das trage ich natürlich so rum, seitdem ich dieses Fach studiert habe. Und das habe ich ja sicherlich auch nicht umsonst studiert, sondern aus purer Überzeugung und Begeisterung.
Traden selber wiederum, na, das mache ich auch schon seit über 20 Jahren mittlerweile. Und der Stil, den ich halt präge beim Traden, ist schlicht und ergreifend immer mathematisch abgeleitet. Das heißt, was ich nicht tue, ist ein paar Linien in den Chart einmalen und an denen irgendwie Long oder Short oder sonst was gehen. Das ist nicht mein Stil, sondern ich will den anderen auch gar nicht in Abrede stellen, aber es ist halt nicht meiner. Sondern wenn, dann geht es immer darum, eine Strategie muss für mich einen mathematischen Background haben. Also ich muss sie begreifen, ich muss sie durchprobieren können. Und das Ganze, erst wenn sich das bewährt, dann will ich von einer Strategie reden. In der Umsetzung einer solchen Strategie geschieht das dann schließlich und endlich über Expert Advisors, die von meinem Kollegen Peter Müllner dann programmiert werden. Der sitzt wiederum in Österreich und macht dann EAs aus diesen Strategien, sodass wir schließlich und endlich ein echtes Robot-Trading haben, ohne jede menschliche Komponente und Psychologie und Zutun. Und das ist das, wie wir das Ganze auch betreiben. Ja, seit über einem Jahr gibt es halt mittlerweile schon eine sehr gute und sich immer weiterentwickelnde Kooperation mit Argus FX. Was da so alles mit entsteht, davon werdet ihr sicherlich auch Zeuge in naher Zukunft noch weiter werden. Ja, aber jetzt zurück, natürlich nicht mehr über mich reden hier, sondern über das Konzept. Das Grundkonzept des Class Tradings leitet sich eigentlich aus einem Statement ab, also eigentlich aus einer einzigen Aussage. Und die Aussage, die ich hier ganz nach oben und dann auch noch sogar grün markiert habe, heißt einfach, Märkte haben unterschiedliche Phasen. Jetzt ist das natürlich ein gerade mit der Vorgeschichte von gerade über Mathematik und sonst was, ein ziemlich abstrakter Satz. Der enthält keine Zahlen, keine Definitionen, aber er ist immerhin ein Grundstatement. Und dieses Märkte haben unterschiedliche Phasen ist wahrscheinlich ein Satz, den jeder von euch sozusagen sofort unterschreibt und mitgeht. Wir haben das auch sozusagen so im Gefühl so ein bisschen. Wir schauen auf Bewegungen, stellen fest, es gibt lange, ewige Seitwärtsphasen beispielsweise wie im DAX oder noch besser wäre der Euro-US-Dollar, der eigentlich mehr oder weniger seit, ich glaube seit 2 Jahren, gar nichts mehr macht, zumindest auf Tagesebene. Und das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wie man eine Phase definieren kann. Aber es gibt sicherlich noch ganz, ganz, ganz andere Ideen, wie man diese Phasen definiert. Wir könnten über die Zinspolitik der Notenbanken reden, insbesondere mit Blick auf die Forex-Märkte, wäre dann auch eine Variante. Aber wir haben unterschiedliche Phasen. Nur was heißt das? Wenn wir unterschiedliche Phasen haben, dann ist wahrscheinlich die Schlussfolgerung naheliegend, die ich auch hier schreibe, nämlich die unterschiedlichen Phasen brauchen unterschiedliche Setups. Also mit Setups meine ich immer Trading-Setups. Also so, wie ich jetzt diese Phasen dann angehe, tradingmäßig. Auch das unterscheidet wahrscheinlich wieder jeder. Aber das ist jetzt die Herausforderung. Die Herausforderung ist natürlich, wie identifiziere ich diese Phasen? Und zwar im Hier und Jetzt und nicht im Nachhinein. Also nochmal mein Statement von gerade, dass der Euro-US-Dollar jetzt seit 2 Jahren in der Seitwärtsphase ist. Das tue ich, den Satz kann ich leicht machen, weil ich ja die Kurshistorie der kompletten 2 Jahre kenne. Aber auch schon nach einem halben Jahr zurück von vor 1,5 Jahren war er in einer Seitwärtsphase. Und auch da hätte ich dann das schon bereits erkennen müssen. Jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter, diese Phasen im Hier und Jetzt zu erkennen. Das heißt, unsere Herausforderung ist eigentlich, wie identifiziert man jetzt diese unterschiedlichen Marktphasen? Und dann natürlich das nächste, wie finde ich das geeignete Setup in einer solchen Marktphase? Und das kann man natürlich nicht irgendwie pauschal beantworten, aber ich versuche da so gut es geht darauf einzugehen. Ich muss mal kurz auf zwei Fragen eingehen, nämlich die eine, die ist gewissermaßen jetzt komplett außer der Reihe. Eine Frage, ob eigentlich noch das MQL4-Webinar stattfindet. Nee, Antwort findet nicht statt. Also besser war die Frage, kann man noch teilnehmen, aber Antwort nein, musste man mangels Masse ausfallen lassen. Und das andere, findet man eigentlich diese Aufzeichnung von diesem Webinar hier auch wieder auf diesem bekannten von mir gepflegten YouTube-Kanal? Da ist die Antwort ja, natürlich. Spätestens morgen ist das dann auch da zu sehen. So, zurück zu dem, wie identifiziert man denn nun eigentlich diese Marktphasen? Und
Ein Ansatz wäre ja beispielsweise, wir nehmen uns einfach EMAs, um Marktphasen zu identifizieren. Und wir werden gleich noch merken, irgendwie wird nachher geeigneter sein, nicht den EMA selbst zu nehmen, sondern eher die Änderung des EMAs. Das ist dann mathematisch sowas wie die Steigung eines EMAs. Das wird ein möglicher Indikator sein, um Marktphasen zu differenzieren. Ein anderer, auch rein aus der normalen Trading-Denke heraus naheliegender, ist der ATR. ATR, also der Average True Range, so eine Messzahl oder Maßzahl für die Volatilität eines Marktes. Auch das könnte ein sehr guter Indikator sein, um Marktphasen voneinander zu differenzieren. Eigentlich stellt sich dann schließlich und endlich nachher heraus, prinzipiell ist irgendwie fast jeder Indikator ein möglicher Kandidat, um Marktphasen zu identifizieren. Denk mal einfach an so einen Indikator wie einen RSI, der sowas wie die Oszillation auch ein bisschen beschreibt oder überhitzte Phasen. Das könnte auch einer sein. Grundsätzlich sind wir da erstmal offen. Aber wie gehen wir jetzt hier weiter vor, um das Ganze ins Rollen zu bringen? Ich mache mal hier das zunächst mal am Beispiel eines Charts. Und dieser Chart ist einfach der DAX Langfrist. Also es sind die letzten, ja, 25 Jahre mittlerweile hier in der sozusagen mittlerweile mir schon lange, weil ich dieses Bild schon so häufig gesehen habe, mit seinen bekannten Auf und Abs und wie er das Ganze so gemacht hat. Und immer wenn ich auf diesen Chart gucke, muss ich einen Satz als nächstes sagen. Ach, wie einfach ist doch Trading. Wenn ich mir diesen Chart angucke, finde ich messerscharf die 5, 6, 7 Trades, die mich durch die 25 Jahre super gut durchgebracht hätten. Aber ihr alle wisst, so einfach ist das Leben nun mal nicht. Aber immer wenn ich diesen Chart sehe, muss ich daran denken, wie scheinbar einfach doch hier alles sein könnte. Aber in der Tat ist es natürlich genauso nicht. Ich habe jetzt hier noch zwei Indikatoren mit eingemalt. Also das Blaue ist wirklich der DAX selbst für die letzten 25 Jahre. Und dann sind noch zwei Indikatoren drin. Zum einen in Rot der EMA. Das ist hier in dem Fall ein 200er EMA. So übliche Beschreibung, folgt mit Verzögerung dem Kurs, glättet den Ganzen ein bisschen. Das wissen wir. Dann gibt es hier noch einen dritten. Und das ist ein dritten Indikator oder einen zweiten Indikator oder eine dritte Linie im Chart. Und hier habe ich so einen ATR mit reingemalt, ein Average True Range. Allerdings in einer etwas anderen Art und Weise, wie er beispielsweise im MT4 gekennzeichnet wird, nämlich nicht in absoluten Zahlen, sondern in Prozent. Also in Prozent vom DAX-Wert. Das ist natürlich hier jetzt prinzipiell auch auf jeden Fall nötig. Wir sehen hier sofort, der DAX war mal bei 12.000 Punkte, startete hier mal bei 2.000 Punkte. Von daher müssen wir natürlich den ATR hier uns prozentual vornehmen, weil dass der DAX vielleicht im Moment einen ATR-Wert von vielleicht 150 Punkten hat, naja, einen solchen Wert hatte er vor 20 Jahren definitiv nicht, kann er auch gar nicht, weil das Niveau einfach ein komplett anderes war. Also ATR muss man hier schon, wenn prozentual, sich angucken. By the way, es ist im Moment hier in dem Fall ein ATR mit der Periode 120, was dann einfach so grob ein halbes Jahr ist auf dem Tageschart. So viel nur dazu. Die Skala übrigens von dem ATR ist dann hier auf der rechten Seite zu finden, wer mal wirklich auf die Zahlen gucken will. Wenn ich das mir jetzt hier angucke, kann man relativ schnell ahnen, was ich mit dem Klassentrading-Konzept meine. Fragen wir das mal als erstes. Der ATR hat hier so manchmal ist der so richtig knallehoch. Also richtig große Werte im ATR. Gucken wir mal, was dann gleichzeitig meistens der DAX selbst gemacht hat. Der war eher in Südrichtung unterwegs. Zumindest so prinzipiell, so auf den ersten Blick. Wenn man das hier in dem Chart sich genauer anguckt, wird man feststellen, naja, man müsste wahrscheinlich die Perioden ein bisschen kürzer wählen, weil hier kommt man immer zu spät. Aber man könnte ja auch die ATR-Periode kleiner machen und auch ein paar andere Tricks. Aber bleiben wir mal zumindest, das ist erstmal nur auch wieder ein Statement. Hohe ATR-Werte scheinen eher tendenziell zu fallenden Kursen hinzuweisen. Okay. Ein Statement. Ein anderes,
Gucken wir noch mal auf andere Phasen. Diese Traumphasen des Tradings. Hier unten einen Long Trade eröffnet und dann 3 Jahre später den Trade beendet. Wäre ja sozusagen so ein Traumtrade, den man hier auch so im Nachgang gerne einmalen möchte und würde. Da gibt es auch etwas, was eigentlich während der ganzen Zeit ist. Nämlich der ATR ist sehr niedrig. Okay. Also irgendwie scheint ein niedriger ATR, also kleine Werte für den ATR, Anstiege zu begünstigen. Wäre natürlich auch eine interessante Feststellung, wenn sich die halt nachher weiter bewahrheiten lässt. Und vielleicht ist es dann sogar die Kombination, nämlich niedrige Werte ATR und gleichzeitig sehe ich aber schon mal eine positive Steigung. Also eine Aufwärtsbewegung im DAX selbst. Das könnte doch vielleicht so ein Trigger werden, um zu sagen, hey, jetzt wäre Long eine gute Grundstrategie. Wenn man mal guckt, andere Phasen hier, passt, dann steigt hier hinten der ATR wieder langsam an und es passiert ohnehin sehr vieles hier im DAX. Wäre also auch eine Konsequenz, die wir hier aus dem Chart so ableiten können. Und jetzt ahnt man, glaube ich, schon, was Klassentrading nachher bedeuten will, soll. Ich will den Markt über meine 2 Indikatoren in Klassen unterteilen. Und irgendwo merkt man schon an meiner beschreibenden Sprache gerade, so Klassen könnten werden ATR klein, mittel, hoch. Wäre auch mal so eine rein verbale, noch nicht mathematisch definierte Sprache. Und bei den EMAs könnte man so etwas Ähnliches machen wie negative Steigung eher um die Null, positive Steigung. Wenn ich das jetzt so weiter betreibe, hätten wir 3 Klassen für die EMA-Steigung und wir hätten 3 Klassen, wenn ich mal wieder bei diesem Low, Medium und High bleibe, beim ATR. Und das ist genau das Grundkonzept für das Class Training. Das heißt, wie soll es da weitergehen? Wir nehmen also, weil wir wollen das jetzt gleich auch ein bisschen mal unter die Lupe nehmen und uns wirklich mathematisch angucken. Wir nehmen uns also 2 Indikatoren. Der eine Indikator heißt EMA-Steigung und der andere heißt der ATR-Wert, natürlich in Prozent. Bei jedem wollen wir diese Dreierklassenunterteilung machen. Wenn ich jetzt sage Low, Medium, High, dann ist beim ATR so intuitiv klar, was ich meine. Naja, bei der EMA-Steigung natürlich irgendwie so eher wie negativ um die Null und positive Zahlen oder größere positive Zahlen. Das könnte mir die Definition werden, um wirklich jetzt zu einer mathematisch definierten Klasse zu kommen. Da muss ich allerdings noch was Nächstes machen. Also ich könnte die ganzen Zahlen erstmal alle bestimmen, also meine ATR-Werte, meine EMA-Steigungswerte, wie ich es auch gleich dann im Excel-Sheet habe. Aber jetzt geht es natürlich darum, wirklich ein mathematisches Konstrukt zu entwerfen, wie wir diese Separatoren genau legen. Also ich will ja jetzt dann definieren Low, Medium, High. Und zwar mathematisch glasklar, ohne Wenn und Aber, nicht mit Gucken auf dem Chart. Und wie ich das mache, habe ich hier schon in einem sehr kompliziert klingenden Satz geschrieben und ihr werdet nachher sehen, die reale Umsetzung davon ist fürchterlich einfach. Diese Separation mache ich nachher durch die Normalisierung der Verteilungsfunktion. Wow. Klingt kompliziert, ist aber nachher wirklich trivial. Es läuft einfach nur darauf hinaus, dass ich sage, okay, meine Klasse Low, Medium, also meine Klasse Low, meine Klasse Medium und meine Klasse High sollen alle gleich viele Teilnehmer, also gleich viele Mitglieder haben. Und das ist einfach meine Forderung. Ich will, dass in jeder meiner 3 Klassen gleich viele Datensätze drin sind. Das fordere ich einfach. Und das erreicht man halt durch diese Normalisierung der Verteilungsfunktion. Also klingt nur kompliziert, ist aber nachher ganz einfach. Was heißt das eigentlich jetzt in der Konsequenz? Wir haben 2 Indikatoren, wir haben jeder hat 3 Subklassen. Damit haben wir in Summe 9 verschiedene Klassen, nämlich 3 mal 3. Und jetzt will ich nachher natürlich mir einzeln angucken, welche Klasse. Also so eine Klasse wird ja nachher beschrieben durch wie ATR Medium, EMA Low. Und dann will ich mir jede dieser einzelnen 9 Klassen angucken und herausfinden, wie kann ich jetzt diese einzelne Klasse traden.
Aber inklusive, jetzt gerade mit Blick hier auf das DAX-Trading, mit der Bezeichnung nicht nur einfach Long oder Short, nee, nee. Ich will auch gerne sagen, no trade. Heute ist nicht die Zeit zum Traden. Oder sogar die ganze Woche nicht. Dann ist dem halt so. Aber das beantworten wir einfach für jede dieser neun Klassen. Und zwar einzeln. Ich werde gerade nochmal hier schon gefragt, welcher EMA. Ich habe im Moment den EMA 200. Ihr werdet sehen, das mache ich nur zur Illustration. Wirklich herausstellen wird sich nachher, dass der EMA 50 da deutlich besser ist. Aber dann werden die Charts alle so ein bisschen wilder. Und deswegen mache ich die Illustration immer jetzt erstmal nur am EMA 200. Ich gehe, wie ihr gerade merkt, mal ein bisschen auf die Fragen ein. Okay, kommt nochmal eine Frage wegen Aufzeichnung. Auch die natürlich gerne positiv beantwortet. Also Aufzeichnung ist nachher wieder auf dem YouTube-Kanal zu finden. Gut. Wie soll also der Output hier in Summe nachher aussehen? Ja, eigentlich wie so eine Art Trading-Matrix. Nämlich, ich habe die mal hier symbolisch nur gemacht und die auch mal mit einem dicken Fragezeichen versehen, weil ihr werdet nachher sehen, so kommt sie nicht wirklich heraus. Also wir haben einfach unsere drei Klassen für ATR, Low, Medium, High und das Ganze auch für die Steigung des EMAs, auch wieder Low, Medium und High. Also haben wir hier unsere neuen Klassen und was ich eigentlich zunächst mal erreichen will, ist, naja, dass ich hier einfach sowas markiere wie, wenn der EMA low ist und der ATR hoch, dann ist es ein Kandidat für Short Trades. Und vielleicht auch noch, wenn der ATR medium ist. So habe ich es jetzt hier einfach markiert. Oder ich will meinetwegen das Statement haben, okay, wenn beide Werte hoch sind, stopp, no trades. Lieber gar nichts machen. Wenn die Steigung groß ist, also groß positiv, dann und der ATR, dann mach lieber gar nichts. Das wäre schon eine sehr große Hilfestellung, allein diese Matrix zu haben und die dann auf sein eigenes Trading mit zu überführen. Also das ist das, was ich mir wünsche, was hier irgendwo ein bisschen rauskommt. Gucken wir uns das mal wirklich an. Jetzt aber auch tatsächlich schon direkt unter einer mehr mathematischen Brille. Dazu mal kurz erstmal noch ein bisschen größer. Ich will euch nur ein ganz klein bisschen zeigen, wie man das hier durchaus aufsetzt. Von daher, das Ganze ist hier zunächst mal schlicht und ergreifend in Excel abgebildet und dargestellt. Also ich habe hier Kursdaten, wie immer Open, High, Low, Closed, klar. Und dann bestimme ich zunächst mal einen ATR-Wert für meine vorliegenden Kursdaten. Und das will ich nachher dann prozentual natürlich darstellen. Und schließlich und endlich, hier muss ich jetzt weiter runtergehen, weil ich den Mittelwert über 120 bilde. Also wirkt der auch erst später. Da wird dann der Mittelwert gebildet über die letzten 120, weil ich ja den ATR 120 hier verwenden möchte. Genauso habe ich dann hier im Excel-Sheet den EMA berechnet und mit eingemalt. Und das nächste, ich will ja die EMA-Steigung verwenden. Und auch wenn das mal vielleicht mehr an den Matheunterricht erinnert und ihr über erste Ableitungen und dergleichen nachdenkt, brauchen wir alles hier nicht. Das ist einfach die Differenz, guckt mal hier oben in die Formel, die Differenz von jetzt gerade dem EMA und dem vom Vortag und das wiederum dividiert durch den EMA selbst, einfach um das auch wieder quasi in einer Art relativen Sprache zu haben, also prozentual Wert zu haben. Und das ist erstmal schon alles. Dann habe ich meine Inputzahlen und jetzt geht es natürlich darum, diese Klassen daraus zu machen. Und ihr steht jetzt hier schon, da steht gerade bei der ersten Eintrag, Class ATR sei eine 1. Okay. Das Ganze mache ich so, dass ich hier zwei Schwellwerte habe. Hier ist der eine, das ist der untere und einen oberen Schwellwert. Soll heißen, wenn mein vorliegender ATR-Wert jetzt kleiner ist als die untere Schwelle, dann ist es die Klasse 0. Bei mir heißt die dann 0. Dann ist es die Klasse 0. Ist der Wert hier zwischen den beiden Zahlen, dann ordne ich ihm die Klassennummer 1 zu. Und ist der Wert
größer als meine obere Schwelle, dann ist es einfach die Klasse Nummer 2. Und das passiert hier, dass ich hier jetzt munter diese Klassenzuordnungen mache und da passiert mal was. Ach, guck mal, da sind sie plötzlich kleiner als der Schwellwert. Also können Sie mal nachgucken, ob mein Excel hier richtig funktioniert. Also wir haben hier eine 1,21% und die ist kleiner als diese Zahl hier oben und deswegen ist es die Klasse 0. So mache ich diese Klassenzuordnung. Jetzt habe ich aber gesagt, wir müssen vorher diese Werte hier bestimmen. Und das mache ich wahnsinnig trivial. Das, was so kompliziert klang mit der Normalisierung der Verteilungsfunktion, ist in Wahrheit ganz einfach. Man nehme einfach sämtliche ATR-Werte, die man hier hat, kopiert sie in ein neues Excel-Sheet. Das mache ich hier auch mal eben wirklich rein. Ups, nochmal zurück. Da ist gerade was schiefgelaufen. Also die ATR-Werte alle nehmen. Und dann ab in das Excel-Sheet hier. Und zunächst mal sind die Zahlen jetzt hier alle gleich wieder da. Und wir haben hier eigentlich nichts anderes im Graphen wie die ATR, diese gelbe Linie, die wir vorhin auch schon im Chart hatten. Und jetzt mache ich was ganz Triviales. Ich sortiere die einfach. Und zwar der Größe nach. Und wenn ich die hier der Größe nach sortiere, dann kriege ich hier diesen Chart. Und jetzt ist es ganz einfach. Ich weiß, ich habe 6500 Daten hier. Naja, und wenn ich hier 6500 Daten habe, dann weiß ich, dass wenn ich jetzt hier in meiner Zeile A bei 2166 nachgucke, was genau 6500 dividiert durch 3 ist, dann habe ich den Schwellwert, dass genau ein Drittel meiner Zahlen darunter liegen. Und genauso gucke ich in die Zelle 4333, die von gerade mal 2 ist. Dann habe ich den Zweidrittelwert und dann habe ich meine zweite Schwelle. Und so habe ich hier meine zwei Schwellen bestimmt, sodass ich genau weiß, ein Drittel ist in der obersten Klasse, ein Drittel ist in der mittleren Klasse und ein Drittel ist in der untersten Klasse. Und das war jetzt die Normalisierung der Verteilungsfunktion. Und schon habe ich meine Klassenschwellwerte hier bestimmt und kann das Ganze hier dann entsprechend mit einer Zahl eintragen. Das Ganze geht dann so weiter, dass ich das mit dem EMA genauso mache. Auch da habe ich wieder zwei Schwellwerte und wer sich jetzt gerade fragt, hey, da taucht ja gar nichts Negatives auf, hat natürlich seinen Grund. Der DAX war in den letzten 25 Jahren in Summe im Wesentlichen steigend und deswegen ist sogar der untere Schwellwert immer noch positiv. Das nur mal so dabei. Und was ich dann mache, ist einfach, naja, ich will ja eine Unique-Klasse haben, also eine eindeutige Klasse. Und da meine Klassen vom ATR die Zahlen 0, 1, 2 haben können und meine EMA-Klassen auch die Zahlen 0, 1, 2 haben können, mache ich das einfach so, dass ich den einen mit 3 multipliziere und den anderen drauf addiere. Und schon habe ich eine eindeutige Zuordnung, denkt immer an diese 3x3-Matrix, die ich schon gezeigt habe, die so farbig so bunt war. Ich weiß sofort, in welchem Quadranten dieser 3x3-Matrix bin ich eigentlich. Und jetzt habe ich einfach was gemacht, um mich der Frage zu nähern, naja, wie kann ich denn jetzt zuordnen, mit welcher Klasse ich vielleicht am ehesten mit Long Trade, No Trade und Short Trade und so versehen kann. Ich habe einfach mir angeguckt, wie ist denn nur für einen einzigen Tag die prozentuale Änderung meines Preises, also meines DAX-Wertes? Und die nehme ich jetzt hier einfach Change. Und was ich jetzt mache ist, ihr seht, dass hier so Zuordnungen gemacht werden. Zuordnungen, ich habe hier oben meine Klassennummern, die 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, meine 9 verschiedenen Klassen. Und ich schreibe einfach immer diesen Change, also diese Tagesveränderung in die richtige Spalte zu der Klasse, er ja gerade gehört. Das heißt, hier tauchen jetzt dann immer genau die richtigen, also die Zahlen tauchen immer da auf zu der Klasse, zu der sie auch gerade gehören. Die Hoffnung dahinter ist die, dass wenn ich jetzt diese Changes anschließend aufaddiere, ach so, das habe ich, entschuldige, einen zurück. Wenn ich die aufaddiere, das habe ich hier schon gemacht,
ob ich dann nicht nachher bestimmte Klassen sehe, die besonders geeignet sind. Ich zeige das gleich mal im Resultat, nämlich in der Art und Weise, dass ihr schon gleich jede einzelne Klasse so seht, als wenn es eine Equity-Kurve wäre. Einen Moment, geht gleich los. Und jetzt das Bild, auf das wir uns erstmal konzentrieren, ist das, was jetzt den Hauptteil hier ausfüllt. Ist ja nicht ganz so groß. Also können wir es nochmal eine Stufe größer machen. Will er jetzt gerade nicht. Macht nichts. So. Und dann sehen wir zum Beispiel die blaue Klasse, das ist die Klasse Nummer 0, die hat hier, das sind jetzt die ganzen prozentualen Änderungen aufsummiert. Das ist dann so etwas Ähnliches wie eine Equity-Kurve in der Art und Weise, dass man immer die Klasse Nummer 0 long getradet hätte. Deswegen einfach aufsummieren und die Änderungen dann sich hier aufsummiert darstellen zu lassen, wie eine Art von Equity-Kurve. Was übrigens auch heißen würde, würde jetzt hier eine Farbe besonders weit nach Süden runtergehen, dann ist das nicht schlimm, sondern dann wäre das genau die Short-Klasse, die man short traden müsste und sollte. Wir sehen also hier, na, so eine richtig schöne Short-Klasse haben wir nicht. Die lila geht zumindest teilweise mal in die richtige Richtung. Aber wir hätten jetzt hier sehr, sehr schöne Klassen, wie zum Beispiel die Klasse Nummer 3 und die Klasse Nummer 7. Das wären auf jeden Fall unsere Long-Klassen, weil hier geht die summierte Equity-Kurve so langsam, langsam immer weiter schön nach oben. Jetzt werde ich gerade gefragt, wenn ich mir die Veränderung zum Vortag anschaue, schaue ich da nicht automatisch in die Zukunft? Hier in dem Fall darf ich das, weil ich will ja erstmal nur feststellen, ob ich überhaupt eine Zuordnung finde zwischen der Klasse und den aufsummierten Änderungen. Wenn ich jetzt hier solche Klassen so identifiziere, dann darf ich hier auch ruhig einen Tag in die Zukunft gucken. Aber es ist eine richtige Bemerkung, das ist immer die Vorsicht beim Entwickeln von Trading-Strategien. Wann darf ich mal tatsächlich in die Zukunft gucken? Hier, die zwei Zahlen sind ja unabhängig voneinander. Die Klassenzuordnung passiert auf Basis des Close. Und den Change, den gucke ich mir sozusagen danach an. Also insofern trotzdem vielen Dank für die Bemerkung nochmal, weil man muss da in der Tat auch aufpassen. Ja, und wie sieht das jetzt aus? Ich kann jetzt hier so bestimmte Klassen herausarbeiten und die dann nutzen. Und wenn ich mal nur die Profitablen hier schon nehme, dann kriege ich übrigens schon hier eine durchaus interessante Equity-Kurve raus, die sich schon sehen kann, lassen kann. Und das Ganze war jetzt nur Demonstration mit total feststehenden Werten für EMA und für den ATR. Ich habe hier gar nichts variiert. Ich habe die Zahlen einfach nur bei 200 und 120 gelassen. Ich zeige euch gleich auch bessere Zahlen. Ich will nur noch mal zeigen, was das eigentlich hier heißt. Nämlich hier sind mal die Klassen selbst dann in Zahlen sozusagen dargestellt. Also in Zahlen heißt einfach der zeitliche Verlauf der Klassenzuordnung. Und unten sind halt die Zahlen 0, 1 und 2 für die ATR-Klasse und für die EMGA-Klasse. Und das Grüne ist dann diese aufmultiplizierte Gesamtklasse. Und wir sehen, dass hier dieser Bereich, wo der die ganze Zeit bei der Klasse Nummer 8 klebt, das ist dieser Wahnsinns-Short-Bereich im DAX. Hier geht der DAX eigentlich nur steil nach unten. Und jetzt brauchen wir uns allerdings so gar nicht mehr mit der Interpretation, so wie beim allerersten Chart, beschäftigen. Wir haben es ja hier mathematisch. Wir gucken uns einfach diese aufsummierten Equity-Kurven an. Und die geben uns bereits eine Antwort auf eine mögliche gute Klassenzuordnung. Jetzt habe ich gesagt, das hier war eigentlich gar nicht das gute Beispiel, sondern das Richtige oder Bessere kommt noch. Und das Ganze wird einfach, jetzt werden halt die Bilder hier scheinbar sehr, sehr verrauscht. Aber deswegen war das auch nicht mein Showbeispiel. Sie führen allerdings in Summe gleich zu besseren Equity-Kurven. Was habe ich geändert? Ich habe die ATR-Periode auf einen Monat runtergezogen, deswegen ATR 22. Und ich habe den
den EMA auf 50 reduziert. Und wenn wir uns jetzt diese gleichen Bilder von gerade wieder anschauen, dann sieht das folgendermaßen aus, dass wir wieder einzelne Equity-Kurven kriegen, so wie diese jetzt hier. Und jetzt wird das Bild schon ein bisschen runder und schöner. Jetzt sehen wir natürlich, dass wir hier zum Beispiel diese grüne Klasse, das ist natürlich jetzt eine saubere Long-Klasse. Klasse Nummer 3, Long. Aber wir sehen auch genau, welche Klasse der absolute Short-Kandidat ist. Da muss man Short traden. Das ist die Klasse Nummer 4. Was das genau heißt mit Low und High ATR und so, zeige ich gleich ohnehin in der nächsten Tabelle. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, okay, so eine Klasse Nummer 2, die trade ich gar nicht. Warum? Bringt mir nichts. Da komme ich nicht auf den grünen Zweig, lasse ich weg. Genauso Klasse Nummer 6. Was soll das? Brauchen wir nicht traden. Lassen wir lieber weg. Da ist nicht irgendwie groß was zu holen. Aber natürlich die hier oben, die traden wir long und die hier unten, die traden wir short. Und dann haben wir sofort ein Regelwerk, was zunächst mal sich in diese Equity-Kurve hier überführt. Und das Enorme ist, hier ist jetzt gar nicht groß irgendwas optimiert und nichts. Die Zahlen ATR 22 war tatsächlich einfach nur die Monatsdefinition. Ja, und ich habe mal ein paar verschiedene EMA-Werte genommen. Und schon konnte man das hier ableiten. Wie überführt sich das in eine Trading-Matrix? Und die lohnt es sich schon, mal vielleicht auch gedanklich abzuspeichern, weil diese Trading-Matrix kann mir helfen, Trades zu identifizieren. Da nehmen wir mal eben noch die Formatierung raus und hier auch, die brauchen wir jetzt nicht. So, wir haben jetzt hier unsere Aufteilung. Wir wissen, wenn der EMA-Slope eher so flach ist und wir ein mittelhohes ATR haben, dann traden wir short. Und genauso haben wir die anderen Regeln hier. Wenn ich jetzt diese Matrix einfach nutzen will, dann brauche ich diese Schwellwerte und gucke dann einfach, wo bin ich gerade in meiner Matrix und dann weiß ich, was sollte ich jetzt vorzugsweise tun. Und deswegen auch mein Hinweis, mit dem, was hier schon jetzt steht, habe ich etwas, was ich absolut auch diskretionär benutzen kann. Übrigens, wahrscheinlich kommt da auch die Frage, wer hier zum Beispiel dieses Excel-Sheet haben will, gerne schreibt mir einfach nur eine E-Mail. Ich schicke das auch zu. Dann habt ihr auch die Zahlen für die Separatoren, also um die Klasseneinteilung vorzunehmen. Und wir haben dann in Summe ein ziemlich einfaches Regelwerk. Wir müssen nur schauen, wo stehen wir aktuell mit dem EMA-Slope, also mit der EMA-Steigung. Wo stehen wir bezüglich des ATR-Wertes? Und dann könnten wir uns eine Vorzugsrichtung fürs Traden generieren. Und das hilft natürlich schon sehr, sehr viel. Ich will gar nicht hier behaupten, dass man das hier sozusagen mechanisch verwendet und dann einfach seinen Long Trade oder seinen Short Trade macht und den auch noch ohne Stop Loss, weil das würde das in der Konsequenz heißen, wenn man die Equity-Kurve von gerade, die ich gezeigt habe, in sein Konto überführen wollte, wäre das Traden ohne Stop Loss. Aber es kann mir helfen, meine diskretionären Trades zu verbessern, weil ich weiß, in welcher Marktphase, bezogen auf meine zwei Indikatoren, bin ich. Und ich weiß, wie, also in welche Richtung oder gar nicht, ich jetzt am besten traden sollte. Und das ist natürlich schon sehr, sehr viel wert, um das DAX-Trading hier in dem Fall einfach schon mal deutlich zu verbessern. Soweit auch das, was man direkt diskretionär nutzen kann. Ich habe gesagt, ich habe das Ganze natürlich noch weitergetrieben. Und weitergetrieben heißt, ich will das Ganze für den Forex-Handel auch nutzen. Und um das in den Forex-Handel zu übertragen, bin ich da, habe ich mir nochmal einen anderen Indikator genommen. Und der Indikator meiner Wahl hier ist der ROC oder zu gut Deutsch Rate of Change. Der macht eigentlich was ganz, ganz Triviales. Nämlich, er fragt einfach nur, wo ist der Kurs jetzt und wo war er beispielsweise vor einer Kerze? Also Close-Kurs von jetzt minus Close-Kurs der vorherigen Kerze. Und weil ich das auch wieder prozentual haben möchte, also dividiert durch eine von den beiden Zahlen.
Das wäre der Rate of Change 1, eine Candle rückwärts gucken. Ich verwende noch mehr, zum Beispiel dann ein Rate of Change 9. Ich gucke einfach 9 Kerzen zurück oder ein Rate of Change 65. Ich gucke 65 Kerzen zurück. Und man ahnt schon, was das eigentlich bewirkt. Ich habe dann so etwas wie einen kurzfristigen Blick. Wie war da der Change? Einen vielleicht mittelfristigen Rückblick, sowas wie vielleicht 10 Kerzen zurück, und einen noch längerfristigen Rückblick, wie zum Beispiel jetzt 65 Kerzen zurück. Und wenn ich jetzt das gleiche Konzept anwende, teile dann meine Changes, also meine Rate of Change-Zahlen, einfach wieder in solche Klassen ein, dann habe ich auch wieder eine Klassenzuordnung, sowas wie den Marktzustand. Und in meinem Fall ist es jetzt so, dass ich hier das Ganze nicht mit drei Unterklassen mache, sondern mit fünf, sodass ich final 125 verschiedene Klassen habe. Da mag jetzt ein oder andere sagen, das sind aber viele Klassen. Führt das nicht irgendwie dazu, dass du nachher deine Trades schon automatisch überoptimierst? Naja, denk mal nach. Ich habe nachher M5-Daten. Das sind für die letzten 10 Jahre 800.000 Zeilen. Das jetzt mal in 125 Klassen zu separieren, ist nicht so ein Big Deal. Also da bleiben immer noch kräftig Statistik für jede einzelne Klasse über. Und von daher laufe ich da auch nicht Gefahr, zu überoptimieren. Wie ich jetzt jede einzelne Klasse untersuche, das mache ich mit drei Freiheitsgraden. Nämlich die drei Freiheitsgrade sind, ich will einen Stop-Loss festlegen, ich will einen Take-Profit festlegen und jeder Trade soll nicht unendlich lange dauern, sondern jeder kriegt eine maximale Trade-Dauer. Also das, was bei mir nachher immer unter dem Begriff Time-Exit läuft. Also nach einer bestimmten Anzahl von Candles wird der Trade zwangsgeschlossen. Dann soll er aus dem Markt verschwinden. Was ich hier zusätzlich noch fordere, ist, dass eine Variation meiner Trading-Parameter, also Stop-Loss, Take-Profit und maximale Trade-Dauer, um jeweils plus minus 20%, also in alle Richtungen und jeder einzeln für sich, darf meine Strategie nicht ruinieren. Das ist ziemlich viel, weil das heißt nichts anderes wie, machen wir es mal am Beispiel Take-Profit, den man über den CRV beispielsweise angibt. Also ich habe sowas wie CRV 2 und dann fordere ich das CRV 2,4, was dann 2 plus 20% ist, aber auch CRV 1,6 und alle Werte dazwischen muss immer noch absolut profitabel bleiben. Gleiches gilt für die Stop-Loss-Variation, gleiches gilt für die maximale Trade-Dauer-Variation. Überall muss eine solche Variation zulässig sein, ansonsten wird es abgelehnt. Auch das kann man nur exemplarisch, also nicht die Ableitung der Trading-Strategien, da wisst ihr, das geht bei mir über die C-Programme, nur dass man mal sieht, wie sowas anfängt. Gucken wir mal in einen Excel-Sheet noch. Hier sind es jetzt in dem Fall noch Stundendaten und da mache ich dann tatsächlich Change 1, Change 9, Change 65, also als die Rückblickzeitpunkte, die ich hier nehme und mache dann hier wieder meine Klassenzuordnung. Und hier ist es jetzt so, ich habe das wieder nur auf drei Klassen gemacht. Ja, und dann hat man nachher seine 25 Klassen. Nicht so, wie ich es final in den C-Programmen gemacht habe. Und zu unterschiedlichen Zeiten befindet sich der Markt gerade in einem unterschiedlichen Zustand. Und das wird jetzt hier mal für 300 Candles mal symbolisiert. Jeder fällt hier mal zu jedem bestimmten Zustand, bin ich in einer bestimmten Klasse. Und dazu mache ich dann die ganze Optimierung für die einzelne Substrategie. Das soll nur ein bisschen der Illustration dienen, weil ich kann das hier nicht mehr in Excel abbilden und es reicht nicht, wenn ich dann auf M5-Daten beispielsweise gehe. Jetzt gucken wir mal sowas uns ganz pragmatisch an. Also jetzt gucken wir einfach mal direkt in ein Demokonto, wo die Strategie verläuft. Und da
sie wird jetzt gleich ganz wild. Da sind 20 Charts offen und da werden ein Haufen Trades gemacht. Das Ganze ist alles auf M5-Basis. Und ich will jetzt hier einfach nur mal exemplarisch mir mal so irgendwelche rausgreifen, dass man mal ein bisschen sieht, was hier eigentlich so passiert. Und ihr seht dann jetzt hier, das ist by the way jetzt wirklich live, das ist das Konto. Und die einzelnen Linien, die hier eingemalt werden, sind halt die Linien von historischen Trades, die der Expert Advisor hier dann durchgeführt hat. Und man kann jetzt nicht versuchen, selber noch wiederum die Logik nachzuempfinden im Sinne des Trade-Einstiegs. Ihr seht, hier gab es einige super positive Short-Trades, aber da wurden auch ein paar Long-Trades initiiert und diese Long-Trades sind wiederum dann wahrscheinlich im Stop-Loss gelandet. Und von daher werden hier viele Trades auch abgesetzt, die man jetzt nicht mehr einzeln begründen kann. Also jede unterliegt zwar einem absolut strengen, einzuhaltenden Regelwerk und so werden sie auch ausgeführt, aber ich kann jetzt nicht quasi die einzelnen Regeln noch im Nachhinein benennen, was dann hier jeweils passiert ist. Ich will mal noch ein zweites Beispiel hier mal live zeigen und da scrollen wir auch mal ein bisschen hier durch den, nein, durch den Chart. So. Und ihr seht, dass hier vor nicht allzu langer Zeit ein Haufen positiver Long Trades gemacht wurden, dann einige Short Trades, die nicht so gut liefen. Und aber das kann man jetzt historisch passiert da erstmal alles Mögliche. Da gab es auch jede Menge andere Trades, die vielleicht nicht ganz so doll waren. Und da waren dann wieder Trades, die super gut gelaufen sind. Also von daher, es ist jetzt nicht ad hoc möglich, diesen jeden einzelnen unmittelbar zuzuordnen. Wie sieht das ganze Ding? Das wird jetzt seit etwas mehr als 3 Monaten, ist das jetzt hier schon in Vorbereitung. Deswegen können wir auch durchaus hier auf den FX Blue bekannten Kontoauszug gucken. Das heißt, die Strategie wird jetzt schon gehandelt. Das ist ihre bisherige Historie, die ist ungefähr 100 Tage alt. Die Strategie steht im Plus, nicht jetzt irgendwie wahnsinnig im Plus. Sie hatte schon einen guten Anstieg, einen Abfall und dann wieder einen Anstieg mit einem etwas kleineren Abfall. Also von daher, mir ist es wichtig, sie zeigt nach oben, sie läuft stabil, da meine ich das Ganze auch technisch gesehen, in ihrer ganzen Umsetzung. Der Expert Advisor ist durchentwickelt, erfüllt genau das, was er tun soll. Die Trades werden überprüft. Also von daher passt hier alles schon mal richtig, richtig gut. Und die Resultate sind auch durchaus schon gar nicht so schlecht. Also im Moment ist noch das war monatliche Wachstum bei 0,6%. Da ist aber wahrscheinlich, und so werde ich es auch gleich zeigen, in der Gesamthistorie noch mal deutlich mehr drin. Gesamthistorie führt nämlich zu einer anderen Frage. Das hier wird jetzt gerade in einem 100.000-Euro-Konto gehandelt. Und naja, ein 100.000-Euro-Konto ist ja vielleicht nicht unbedingt jedermanns Sache. Von daher stellt sich hier die Frage, geht das eigentlich auch kleiner? Also kann man die Strategie auch mit einem kleineren Konto handeln oder ist man angewiesen auf ein solches 100.000-Euro-Konto? Und die Antwort ist glücklicherweise ja. Ich fasse trotzdem mal kurz hier zwischendurch zusammen. Also ich habe gleich, zeige ich euch auch noch eine Backtest-Historie von mehr als 10 Jahren auf M5-Basis, was wie gesagt 800.000 Candles sind. Ich habe bisher Historie von 3 Monaten im Demo-Account. Wir handeln hier 20 Währungspaare und das auf M5-Basis. Und glücklicherweise ist es mir auch gelungen, noch eine Runterskalierung dieser Strategie auf 15.000 Euro auch zu machen und dass man da auch dann entsprechend direkt mit handeln kann. Jetzt muss ich noch mal kurz auf Fragen gucken. Ich habe die Erfahrung gemacht,
dass der Rate of Change bei DAX besser funktioniert als EMA bei FX. Wie bist du auf Rate of Change bei FX gekommen? Will ich gerne beantworten. Und zwar, dieses Rate of Change hat ein bisschen den Charakter wie ein Pattern. Also wenn man sich zum Beispiel drei Zahlen, also drei Rate of Change Zahlen mit sehr unterschiedlichen zeitlichen Historien anguckt, dann macht man eigentlich nichts anderes, als man bildet eine Formation oder man beschreibt ein Pattern, eine Formation innerhalb des Kursverlaufes mit Blick auf drei verschiedene Historien. Und ich hätte die Strategie auch nicht Klassentrading nennen können, sondern auch Pattern Formation oder irgendwie sowas. Das wäre hier auch durchaus möglich gewesen. Dahinter kommt einfach die Grundidee, dass ich sage, bestimmte Sachen wiederholen sich. Dieses bestimmte Sachen muss ich ja irgendwie fassen. Und deswegen habe ich mir den einfachsten aller Indikatoren rausgesucht. Und das ist für mich der Rate of Change. Das war der Grund, warum ich genau diesen Indikator verwendet habe. Mein Programm hat nur den Rate of Change Enroll Indicator. Muss ich passen? Sagt mir jetzt nichts. Also im MT4 gibt es den. Wie gesagt, ich nutze ihn ohnehin hier rein mathematisch nachher. Kommen wir noch zurück zur Strategie. Wir wissen ja, dass jede Strategie braucht, hat ja immer das Problem, oder jedes Trade, dass wir alle wissen, wir können nicht kleiner als 0,01 Lot handeln. Das ist immer die kleinste Lotgröße, die wir handeln könnten. Und insbesondere, wenn man hier eine Strategie verfolgt, die sehr viele Trades auch eingeht, wäre es natürlich oft schöner, wir könnten da noch kleiner stückeln. Aber es geht nun mal nicht. Von daher, an der Limitation kommen wir nicht vorbei. Und da wir ja hier diese vielen Klassen haben, deswegen entstehen auch diese vielen unterschiedlichen Trades, noch dazu, weil ich 20 Währungspaare simultan handle. Jetzt ist die Frage, wie kann man so eine Strategie runterskalieren? Auch das will ich euch methodisch hier kurz noch vorstellen. Und das geht einfach natürlich so. Prinzipiell hat ja bei mir immer jeder Trade ein festes Risiko, ein festes Euro-Risiko pro Trade. Und das wird natürlich relativ auch zur Kontogröße festgelegt. Wenn ich jetzt die Kontogröße einfach immer kleiner mache und einfach das Ganze runterskaliere, dann heißt das nichts anderes als, naja, irgendwann wäre meine Soll-Lot-Handelsgröße vielleicht 0,005. Also leider zu klein. Was kann ich dann tun? Ich kann einfach den Trade weglassen. Das ist das Einfachste, was ich tun kann. Ich lasse ihn weg. Dieser Trade wird nicht durchgeführt. Wenn man das jetzt extrem weiter runter macht, bedeutet das für diese Strategie, irgendwann wird gar kein Trade mehr durchgeführt. Und damit habe ich natürlich auch die Profitabilität zunichte gemacht oder besser gesagt, ich habe einfach gar keine. Und was man natürlich jetzt hier machen muss, ist, man muss einen Kompromiss finden zwischen der Kontogröße und der dann noch verbleibenden Profitabilität. Das Ganze habe ich dann natürlich wieder in einem Excel-Sheet gemacht. Und zwar hier. Ich hoffe, mein Rechner spielt jetzt immer schnell genug mit, weil das Excel-Sheet ist ziemlich groß, sind 50 Megabyte. Ich zoome mal hier nochmal ein bisschen, zumindest mal eine Stufe noch. Und dann lasse ich es aber erstmal. Fangen wir erstmal an mit der eigentlichen Equity. Die Equity-Kurve von der Strategie sieht so aus. So wie hier. Und da wird natürlich alles in Einheiten von R gemessen, immer dem Risiko pro einzelnen Trade. Und wenn ich dann jetzt hier wieder zurückscrolle, dann sieht man im Moment, aha, beim 100.000-Euro-Konto ist das Risiko pro Trade 118 Euro und so weiter und so fort und auch die entsprechenden Profitabilitäten. Gucken wir uns aber mal genauer an. Jetzt gibt es für jeden dieser Trades immer eine Lotgröße, mit der er eigentlich gehandelt werden sollte. Also hier zum Beispiel 0,055. Okay, prima. Real würde man dann beispielsweise traden mit 0,05 Lot. So weit, so gut. Und wenn man das einfach so durchführt und jetzt hier
die Kontogröße einfach kleiner macht, jetzt sagen muss ich ein bisschen warten, dann werden einfach einige Trades ausgeblendet. Und es werden halt all die Trades ausgeblendet, die nicht mehr das Minimumkriterium erreichen. Noch passiert hier gar nichts, weil, wie gesagt, der braucht noch ein bisschen, deswegen gibt es jetzt hier gleich auch eine Sanduhr bei mir, um diese Filterung durchzuführen. Das heißt, ich schmeiße alle die Trades raus, die jetzt nicht mehr meine Kenngröße erfüllen. Also hier oben seht ihr schon, sind die ersten rausgefallen. Das heißt, da gibt es einen Trade, der sollte nominell jetzt mit 0,009 Lot gehandelt werden und der wird dann real einfach gar nicht gehandelt. Und was mir jetzt dieses Excel-Sheet noch sagt, ist, hey, 22% aller Trades sind jetzt, nein, es sind nur noch 22% aller Trades nur noch drin. Was ich jetzt dann gemacht habe, ist, ich habe mir das einfach angeguckt. Ich habe mir angeguckt, wie sieht denn jetzt meine Profitabilität gegen die Kontogröße aus? Und das führt dann einfach zu einem ganz einfachen Bild. Aha, wenn ich ein großes Konto nehme, wie zum Beispiel ein 100.000-Euro-Konto, dann erreiche ich hier einen Monthly Gross von etwas über 7%. Und wenn ich jetzt die Kontogrößen immer kleiner mache, dann laufe ich hier auf dieser blauen Kurve runter. Und dieses, immer, dass die Profitabilität leidet, ja, ich schmeiße einfach immer mehr Trades weg. Und damit verliere ich allerdings auch so richtig gute Trades. Aber dem ist halt so. Und ich habe jetzt hier einfach für mich festgelegt, naja, wenn ich noch so zwei Drittel meiner ursprünglichen Profitabilität habe, dann nehme ich das als Kontogröße. Und das ist halt hier jetzt bei 15.000 Euro der Fall. Und von daher sage ich jetzt, hey, man kann die Strategie auch handeln, aber mit einem, ab einem Konto halt von 15.000 Euro. Hätte ich ein größeres, wäre ich auch noch ein bisschen profitabler, ja, aber so gebe ich halt mehr Leuten die Möglichkeit, hier das auch Ganze entsprechend mitzumachen. Was haben wir dann final an Kennziffern für eine solche Strategie? Gucken wir uns das mal genauer an, was wir dann noch haben mit dieser Strategie, die wir jetzt runterskaliert haben auf ein kleineres Konto, weil wir dann alle Trades, die nominell mit unter 0,01 Lot gehandelt werden würden, dann verschwinden lassen. Dann sieht es so aus, dass unser Risiko pro Trade bei knapp 18 Euro liegt. Das heißt, jeder einzelne Trade kriegt ein schön überschaubares Risiko. Und wir können dann trotzdem noch aufgrund des Backtestes eine historische Return von 5% erwarten auf Monatsbasis. Ich muss natürlich wie immer den Hinweis machen, hey, so schön die Zahl ist, eine Garantie für die Zukunft ist sie logischerweise nicht. Aber ich habe sehr, sehr viel Futter, weil auch mit 4% würde ich mich allemal zufrieden geben als Monthly Return. Und von daher haben wir auch mit einer 15K-Strategie hier immer noch einen deutlichen Vorsprung. Und natürlich soll es auch bald die Möglichkeit geben, dieser Strategie dann über den Argonauten zu folgen. Und aller Voraussicht nach ist der Start jetzt sehr in Kürze, nämlich hoffentlich schon nächste Woche. Aber das werde ich natürlich, wer möchte, auch nochmal jedem Einzelnen dann entsprechend mitteilen, wenn der entsprechende Bedarf einfach da ist. Ich kriege übrigens noch mal einen Hinweis. Jemand hat ja ausprobiert, man könnte eventuell statt Rate of Change auch einfach das Momentum nehmen. Da kommt nur irgendwie so eine andere Zahl raus. Aber ich glaube tatsächlich, inhaltlich meinen die dasselbe. Ich weiß nur nicht genau die Definition vom Momentum, also von der Zahl, die hinten rauskommt. Noch zurück zu der Strategie selbst. Also wir haben ja jetzt über das Class Trading ein Grundkonzept uns geschaffen, mit dem wir, ja, halt die einzelnen Marktphasen unterschiedlich beschreiben und für jede dieser Marktphasen wiederum separate Trading-Regeln haben. Natürlich ist es bei einer kleineren Zeiteinheit, wird das Ganze schon recht komplex, deswegen kann man das auch manuell so gar nicht mehr handeln. Aber natürlich über den EA oder auch dann die Möglichkeit, hier über den Argonauten dem Ganzen zu folgen.
Und wir haben es jetzt schon mal im Donnerstagswebinar angekündigt. Da soll auch noch was passieren, was die Trading-Konditionen angeht. Das ist übrigens der Grund, warum das noch nicht gestartet ist. Das muss Argus FX noch umsetzen. Aber das ist alles soweit schon abgesprochen. Und von daher haben wir grundsätzlich schon was ziemlich Cooles hier aufgebaut, nämlich Marktphasen individuell zu bearbeiten, die Marktphase zu erkennen. Hatte ich aber eingangs gezeigt, am DAX würde man das über ATR und EMA Slope machen und lässt sich so auch genau absolut super gut nutzen. Und kann man auch diskretionär dann entsprechend weiterverwenden. Also das passt genau richtig. Und genauso kann man über dieses Klassenkonzept auch auf kleinen Zeitebenen handeln. So wie jetzt hier gezeigt, läuft technisch gesehen stabil seit 3 Monaten. Profitabilität, gut, hängt noch ein bisschen hinterher, aber trotzdem ist das genau schon im Rahmen dessen, was hier so alles möglich ist. Also von daher bin ich auch damit sehr, sehr zufrieden, auch das schon bereits vorüber ist. Und ihr merkt, dass hier also sehr, sehr viel investiert wird, um das Ganze entsprechend auch im Vorfeld schon zu testen und zu überprüfen. Achso, da bin ich auch genau bei meiner Zusammenfassungsfolie. Und jetzt muss ich noch eben eine Zwischenbemerkung machen, weil ich kriege gerade die Frage, der ein oder andere hatte wahrscheinlich Probleme mit der Zeit. Also ich meine, mit der Zeitnennung, das ist immer wegen den verschiedenen Zeitzonen vielleicht mal kompliziert. Dran denken, im Zweifelsfall, ihr kriegt sowieso auch die Aufzeichnung, die kommt diesmal auch per E-Mail im Nachgang und auf dem YouTube-Kanal ist sie ohnehin auch zu finden. Also hier nochmal Zusammenfassung, die Marktphasen brauchen tatsächlich unterschiedliche Trading-Setups. Und wenn wir genau so vorgehen, können wir auch unsere Profitabilität entsprechend steigern. Und das Klassenkonzept erfüllt genau diesen Anspruch, nämlich die unterschiedlichen Marktphasen unterschiedlich zu traden. Halt mit auch ganz unterschiedlichen Stop-Lossen, ganz unterschiedlichen CRVs. Es gibt dann bestimmte Klassen, die werden eher mit kleineren CRVs getradet, andere mit besonders großen, die einen mit sehr engen Stop-Lossen, die anderen mit eher weiteren Stop-Lossen. Von daher ist das auch eine sich selbst anpassende Strategie an die entsprechende Marktphase. Wir haben eine super historische Performance, wir haben mittlerweile auch schon einen Demo-Account damit erfolgreich getradet. Also von daher, es steht dem nichts mehr entgegen, das Ganze jetzt live vorzunehmen. Und wer ganz sicher gehen will, dass er es nicht verpasst, der schreibt mir einfach eine E-Mail an die bekannte E-Mail-Adresse friedrichowski@argusfx.com und ich halte euch natürlich dann da auf dem Laufenden. Nehmt am besten immer genau diese E-Mail-Adresse, gerade hier im Zusammenhang mit diesen ganzen Themen, dann erreicht er mich auf jeden Fall und ohne Verzögerung. Und das ist mir insbesondere wichtig, weil soll ja alles auch zeitnah entsprechend beantwortet werden. Ja, soweit von mir. Wir sind schon durch. Ich hoffe, war auch für euch nochmal neben der reinen Strategieinformation im Sinne von, ach so, macht man das. Denkt immer auch an diese DAX-Sachen. Das ist ebenfalls sehr gut nutzbar und sehr gut umsetzbar, weil man das auch bereits im diskretionären Trading euch einfach so eine Vorzugsrichtung geben kann. Hey, Long, Short, gar nicht traden. Und spätestens, wenn ihr das Excel-Sheet habt, dann könnt ihr das auch unmittelbar damit auch umsetzen. Deswegen auch immer das Angebot, diese Sheets schicke ich euch gerne auch jeweils zu. Soweit von mir für heute Abend. By the way, morgen geht es dann gleich weiter mit dem normalen Donnerstagsprogramm gewissermaßen. Also wer da noch gar nicht weiß, wie er daran teilnehmen kann, auch einfach eine E-Mail an mich schicken. Ich schicke euch dann direkt den Registrierungslink zu. Das ist selbstverständlich. Und dann könnt ihr auch mitkriegen, wie es so in Summe mit den ganzen Trading-Strategien weitergeht. Auch der Entwicklung von Trading-Strategien, weil das ist ja immer das Donnerstagsthema schlechthin. Und natürlich auch, wie es dann um den Argonauten bestellt ist und wie man dem Ganzen dann auch da entsprechend folgen kann. Ja, vielen Dank schon für die ersten Lobe, die hier einpurzeln. Höre ich natürlich immer gerne und lese das natürlich immer gerne.
Also, wenn noch irgendwelche Fragen im Zweifelsfall offen sind, einfach die E-Mail nutzen. Kontakt sollte kein Problem sein. Euch allen natürlich noch einen schönen Abend und vielleicht sehe ich euch den einen oder anderen morgen dann schon gleich wieder. Also macht's gut. Bis dahin. Tschö.